Ich heiße Major Shoshana Jenny. Ich bin Offizier der amerikanischen Armee. Ich bin schon seit 1999 Offizier. Ich bin jetzt Lehrerin oder Deutschlehrerin in West Point, nämlich also die Militärakademie für die Vereinigten Staaten. Und ja, also davor war ich, also bin ich Hubschrauberpilotin. Ich fliege den OH-58D, das ist unser Kiowa Warrior, und das ist normalerweise, das wird verwendet als Aufklärungshubschrauber. Und ja, also am Anfang war es ziemlich einfach. Die Militärakademie war schon immer eine gute Universität, ein gutes College, und ich habe nicht ganz gewusst, dass ich sicher in Militär eintreten wollte, aber dann also habe ich die Gelegenheit, in West Point zu studieren, und ja, also die Nachfolge dazu ist, dass man dann im Militär kommt. Ja klar, also nachdem wir unseren Abschluss gemacht haben, müssen wir mindestens 5 Jahre in der Armee dienen. Und also für mich war es ein bisschen anders, weil ich Piloten bin. Und also für uns ist es so, dass wir die Flugschule machen, und dann müssen wir dann noch 6 Jahre dienen. Aber das ist auch, dass wir sind für die fünf Jahre verpflichtet, aber danach haben wir noch 3 Jahre, wo wir sozusagen inaktiv Reservisten sind, wo wir immer zurück angerufen werden können. Ja, also wenn ich Oberstleutnant wäre, also das, was man machen möchte, ist dann Bataillonskommandant zu werden. Und dann würde ich nochmal, ja, das ist höchstwahrscheinlich, was ich machen würde. Also wenn, aber ich muss dazu ernannt, wenn ich Bataillonskommandant wäre. Ja, also bei uns ist es nicht so, dass wir uns dafür bewerben. Dann müssen wir müssen dann sozusagen also akzeptiert werden, und dann muss es ein Bataillon geben, wozu wir dann dienen können. Ja, also ich war zweimal in Irak. Das erste Mal war ich in 2003, 2004 in Irak, und ich war 12 Monate in Irak, und ich war ja, also ich war ziemlich überall. Wir sind gerade nördlich von Bagdad angefangen, dann sind wir nördlich bis zum Tikrit und dann bis zur iranischen Grenze. Und also ich bin dort geflogen. Ich war Stabsoffizier. Ich habe mit unserem S3 gearbeitet, also mit dem Operationsoffizier. Und ja, also zu der Zeit mein kleiner Verband, das war ein Panzerbataillon, eigentlich also Aufklärungsbataillon. Das heißt bei uns 110 Cavalry Squadron. Wie gesagt, das war ein Bataillon, und wir hatten Panzer und wir hatten Schutzpanzer, und dann hatten wir auch Hubschrauber. Also wo ich habe direkt sozusagen für meinen Bataillonskommandant gearbeitet. Und ich war der einzige Pilot. Und ja, das war schwer, denn er war Panzeroffizier. Und von daher hat er nicht immer verstanden, was wir als Hubschrauber benötigen gehabt haben. Und ja, und das war, aber also von daher war es eine wichtige Verantwortlichkeit für mich, damit ich immer sagen konnte, was die überhaupt machen konnten, also wie viel wir fliegen konnten und wann die Hubschrauber repariert werden mussten und sowas. Und das war zu der Zeit war meine Verantwortlichkeit. Und dann ganz am Ende habe ich 6 Wochen direkt zu der Zeit war er Major, also Generalmajor Odierno gearbeitet. Ich war Protokolloffizier für ihn,
Und also die letzten 6 Wochen war ich dann, habe ich immer mit Kongressabgeordneten gearbeitet. Also falls sie Irak besucht haben, dann habe ich mit denen gearbeitet und also sonst andere wichtige Leute sozusagen. Und das war wirklich also fast einmalig für mich, weil er war Divisionskommandant und ich habe auch gehört, als er mit dem Kommandanten, also als er mit seinem Kommandanten gesprochen hat. Und ich habe Entscheidungen gehört, die für ihn, für ganz Irak fast also wichtig waren. Und das war echt interessant zu sehen. Okay, und das zweite Mal war ich 2006, 2007 in Irak und diesmal war ich 15 Monate dort. Das war gut für mich, weil ich auch zu der Zeit Kompaniekommandanten war. Und ich war für unsere Hubschrauber, für unsere Wartung, für unsere Bataillon verantwortlich. Zu der Zeit hatte ich 100 Soldaten in meiner Kompanie und ich hatte alles, was möglich ist. Ich hatte Mechaniker für den Rotor, für den Rotoren und auch für das Getriebe und auch für die hatten auch den Hubschrauber selbst repariert, also falls es geschossen wurde und sowas. Also das haben alle meine Soldaten gemacht und ja, es war für mich sehr wichtig, dass die alle gut, dass ich mich darum gekümmert habe, dass sie alles in Irak und auch in den USA, also auch zu Hause, dass alles gut für sie ging. Und das war auch, also das war meine Aufgabe. Es kann sein, dass ich zurück zu einer Hubschrauberbataillon gehen kann, wo ich höchstwahrscheinlich nochmal mit den Hubschrauber, also mit der Wartung arbeiten würde. Ich habe schon, also wir nennen es Maintenance Test Pilot Course, also Hubschrauber-Wartungspilot-Kurs, würde ich auf Deutsch sagen, glaube ich. Das habe ich früher gemacht und das heißt, dass ich für den OH-58D bin ich Wartungspiloten, kann man sagen. Und das heißt, dass das nach der Wartung gemacht wurde, dass ich dann das prüfen soll. Dann soll ich den Hubschrauber dann fliegen, um zu sehen, ob alles richtig gemacht wurde. Und dann habe ich also verschiedene Dinge, die ich besonders checken muss, um sicher zu werden, dass die Piloten ihre Missionen dann fliegen können. Und dann würde ich wahrscheinlich zurück dazu gehen. Und es könnte sein, dass ich nochmal Kompaniekommandant werde. Dann es gibt eine besondere Kompanie, die für eine ganze Brigade dann verantwortlich ist, wo wie meine frühe Kompanie, aber nur größer. Und dann machen wir sozusagen die nächste Stufe von der Wartung. Ja.